Hallo, in diesem kleinen Video möchte ich zeigen, wie man Einträge und Beiträge macht in meinem Content Management System. Ich habe hier so eine Plattform, eine, die mit meinem Content Management System aufgestellt ist. Die Domäne nennt sich rund25.de, könnte aber auch andere sein, bei der es verschiedene Rubriken als solches gibt mit irgendwie Foldersysteme. Und zu den Folders gehören solche Einträge. Wenn man mal diesen Startbereich hat oder so, da möchte ich jetzt mal einen Beitrag machen oder eine Seite, wo drin steht, wer ich eigentlich bin. Die Rue25 ist meine eigene Seite, meine Privatseite, wo ich Zeugs drauf habe. Die ganze Seite ist aufgebaut mit Telerik Systems Controls. Und die habe ich in diesem komplexen System selber geschrieben und eingebaut. Wenn ich in meinem System eingeloggt bin, dann sehe ich hier so einen Erstellen-Button oder diese Beiträge mit meinem Link. Wenn ich jetzt auf so einen Beitrag gehe, dann kann ich diesen Beitrag ändern. Machen wir mal den guten Herrn da ein bisschen weg. Und kann diesen auch löschen, wenn der Löschen-Button noch da wäre. Das ist normalerweise auch ein Löschen-Button dran. Der fehlt jetzt gerade. Den muss ich wieder reinmachen. Weiter geht's. So. Ach so, jetzt weiß ich warum. Wenn ich auf so einen Beitrag gehe und sage natürlich nicht erstellen, sondern ändern. Dann sehe ich den Beitrag und den könnte ich jetzt auch löschen. Ja, den löschen wir mal. So ist es recht. Okay. So, löschen. Ja, ich möchte den Beitrag löschen. Ich möchte eine neue Karte machen. So eine Visitenkarte, wer ich bin. Wenn ich so Bilder reinmache, dann mache ich immer Screenshots eigentlich von irgendwas. Also, ich könnte zum Beispiel jetzt hier einen Screenshot machen. Ich drücke also in der Tastatur, also die Tastatur, die vor mir liegt, da gibt es eine Drucktaste, Druck oder Print. Wenn man da drauf drückt, Druck. Dann wird der ganze Bildschirm in der Zwischenspeicher gelegt. Ich habe jetzt mal von mir hier so ein Bildchen genommen. Wenn ich jetzt auf mein Word gehe, da habe ich ein kleines Dokument. Ein Dokument, das gespeichert ist als Webseite.html. Also wenn man sagt Speichern unter in einer Seite, dann kann man immer hier einstellen, wie das gespeichert sein soll. Und für diese Webbeiträge, die ich mache, habe ich mir einen temporären Ordner angelegt, der heißt hier Temp. Und da lege ich immer meine Dokumente rein, sage immer Speichern unter, jetzt zum Beispiel eine Testeingabe.htm. Das ist nachher wichtig, so sage ich Speichern. Und wenn ich jetzt sage Einfügen, ich mache mal hier Einfügen, dann kann ich das nur so einfügen in Word. Und da sehe ich jetzt mein schönes Ding, jetzt kann ich es zuschneiden und sage, okay, das bin ich. Ja, das bin ich. Mal diesmal nochmal groß. Mach mal die Hand hoch, dass man sieht, dass es was Verschiedenes ist. So. Gehe hier wieder rein, sage einfügen. Dann sieht man den guten Mann hier oben drauf. Rechte Maustaste, dann dieses Zuschneidetool hingehe. So. Den da machen wir mal wieder klein weg, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Oder ich gehe in meine Bildergalerie. Ich habe jetzt hier so eine kleine Galerie zum Beispiel. Profile. Da habe ich mein Profilbild. Wenn ich da draufklicke, sehe ich das als solches. Kann ich jetzt ein Print Screen mal wieder machen. Ich drücke auf die Drucktaste und kann jetzt hier reingehen und sage Steuerung V. Dann habe ich den guten Mann da drin. Das ist eine Möglichkeit, wie man hier Bilder reinkriegen kann. So, das passe ich dann auch noch gleich in der Größe an. So, und positioniere das und das so wie ich will. So. Ach komm, lass mich doch drin, so wie es jetzt gerade ist. So, hier schreibe ich jetzt was rein zu Person, Reimen Pop. Ich bin freiberuflicher Software. Programmierer und hier unten machen wir einen kleinen Abschluss dran. Also, wir haben jetzt ein paar Bilder. Wir haben jetzt ein Bild und unten machen wir noch einen Zusatztext. Zusatztext am Abschluss. Das Ganze könnte jetzt auch ein
natürlich eine Produktseite sein, wo man ein Produkt drin hat und dann schreibt man entsprechende Sachen dazu. Jetzt sage ich mal speichern. Ich denke dran, das ist eine Testeingabe.html, also speichern als HTML. Jetzt gehe ich hin, drücke ich Steuerung A für alles markieren und Steuerung C. Kann man natürlich auch machen. Hier irgendwo gibt es da alles markieren. Weiß jetzt nicht. Steuerung A und Steuerung C. Wenn ich jetzt auf meine Eingabeseite gehe, wo ich meinen Beitrag habe, quasi ein neuer Beitrag, sage ich hier einfügen. Da kommt diese kleine Meldung. Aha, meldet. Der muss irgendwas cleanen. Also er schmeißt das Word, manche Wörter raus, aber er macht jetzt hier meinen Text, den ich da drin habe. Und dann mache ich das Folgendes so. Ich sage hier oben meinen Titel zur Person. Ja, zur Person reinpopfen, wie auch immer. Da sage ich, das ist im Startverzeichnis unter über uns, sage ich speichern. Jetzt habe ich noch keine Bilder drin. Da sehe ich so Platzhalter von Bildern. Wenn ich jetzt auf Select gehe und gehe in mein Temporärverzeichnis, dann sehe ich da eine Datei, die einen Ordner, der heißt Testeingabe. Also bei Word ist es immer so, wenn man es unter als HTML speichert, da gibt es immer das Word-Dokument, Eingabe, HTML und ein Unterordner, wo die Bilder drin sind. Da gehe ich jetzt mal rein. Da sehe ich da oben wunderbar ein JPG und PG, JPG 2, 4, 6. Die drei markiere ich jetzt. Sag öffnen. Die lädt jetzt automatisch, wupp, da rein. Jetzt sage ich speichern. Und jetzt sind sie alle da. Und das ist jetzt mein Beitrag. Das sehe ich jetzt, wenn ich hier, wenn jetzt einer auf die Rue 25 geht, sieht er diesen guten Mann. Sieht er auch ein paar Beiträge dazu und da ist der Text jetzt, und das ist mir wichtig, da steht hier der Text drin und drunter und unter wird nochmal in der Bildergalerie, werden die einzelnen Gesamtbilder, wenn es 100 sind, das so zusammengefasst. Ich kann jetzt den Beitrag auch ändern, ja, und kann da was reinschreiben, kann das auch rot markieren, zum Beispiel hier, kann sagen, das möchte ich dann rot haben, sage wieder speichern, hier auf Ansicht, dann habe ich das Ganze in rot. Das war das Ganze zum Content Management System. Beiträge kann man auch löschen als solches. Hier haben wir das Löschen drauf. Geht relativ rasch. Ich mache es auch so, wenn ich jetzt normalerweise, wenn ich auf einer Webseite bin und möchte ein Produkt rausnehmen. Ja, Wetter zum Beispiel. Ja, also man darf nicht alles nehmen, aber angenommen, ich würde jetzt hier einen Screenshot machen. Ich habe meine Produkte, die ich von irgendwo reinnehmen möchte, mache einen Printscreen. Und gehe jetzt auf eine Doc 1-Seite, die ich da habe, oder Doc 2, irgendwas, was ich gerade übrig habe. Da sage ich, mache das rein. Das ist das aktuelle Wetter oder mein aktuelles Produkt. Sage einfügen, schneide ich mein schönes Bild dann zusammen. Man muss hier aufpassen, also viele Sachen sind urheberrechtlich geschützt, aber manche natürlich auch nicht. Also bei Google kann ich viel mit reinnehmen. Wenn ich jetzt aber Produkte verkaufe und habe dies abgeklärt, dass ich meine Sache reinnehmen darf, dann kann ich sie direkt vom Internet nehmen. Oder ich nehme sie aus meinem Bildschirm, wo ich irgendwann ein Produkt-CD bekommen habe von meinem Händler. Wenn ich jetzt auch hier wieder sage, speichern. Dann könnte ich das Ganze jetzt diese Seite als solches in mein Content Management System einfügen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende. Wie gesagt, mag sehr. Einfügen geht relativ einfach. Wo ist eine alte Seite? Hier, so haben sie. Auf der Startseite kommen sie rauf. Und hier Zeugs reinmachen und fertig.